Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute schauen wir uns den Hebel an. Der Hebel ist Bestandteil des Faches Physik aus dem Bereich Mechanik. Und bevor wir wirklich ein bisschen genauer uns den Hebel angucken, müssen wir erstmal zwei Begriffe klären. Und der eine Begriff, das ist der einseitige Hebel und der andere Begriff, das ist der zweiseitige oder zweiseitiger Hebel. So, was muss man wissen? Wenn man diese Kiste anheben will, dann hat Egon grundsätzlich erstmal zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, irgendwie eine Stange drunter drücken und diese Stange nach oben drücken. Und wenn er die hoch genug drückt, dann hebt sich die Kiste auch an. Und dann befinden sich beide Kraftrichtungen auf der gleichen Seite. Es geht nämlich beides nach oben. Und das nennt sich einseitiger Hebel. Anders wird es, wenn man einen Fixpunkt benutzt. Hier haben wir wieder eine Stange, einen Hebel, ganz egal, und wieder eine Last. Aber dieses Mal drückt Egon nicht nach oben, sondern nach unten. Und wenn er diese Seite des Hebels nach unten drückt und das Ganze über einen Fixpunkt, dann geht diese Seite nach oben. Beim Hebel spricht man übrigens, sobald man einen Fixpunkt einsetzt, immer von Armen. Also dieser Arm und dieser Arm, und die bekommen dann noch genaue Namen, aber das erkläre ich euch gleich. Aber das Prinzip ist klar. Sind beide Kräfte in eine Richtung gerichtet, dann ist es ein einseitiger Hebel. Sind die Kräfte entgegen, dadurch, dass man einen Fixpunkt benutzt, dann ist es ein zweiseitiger Hebel. Das war Teil 1. Und jetzt schauen wir uns hier erstmal den zweiseitigen Hebel an. Wir haben hier wieder ein Gewicht oder eine Last und die wollen wir anheben. Wir haben hier einen Drehpunkt, manchmal auch Fixpunkt genannt, und hier wieder einen zweiseitigen Hebel. Und jetzt geht es darum, was passiert, wenn ich hier drücke. So, wenn ich hier drücke nach unten, dann geht das Ganze hier nach oben. Vom Prinzip her klar. Damit das mit dem Besprechen ein bisschen einfacher ist, gibt es zwei Seiten des Hebels, und zwar einmal den Lastarm. Und der Lastarm, der ist immer auf der Seite, wo die Last ist. Und der Kraftarm, das ist auf der Seite, auf der wir jetzt arbeiten. Und jetzt wirkt schon wieder die goldene Regel der Mechanik. Und die sagt, je länger der Weg, umso kürzer die Kraft. Wenn wir jetzt sagen, dass dieses Paket hier 100 Kilogramm wiegt, also eine Gewichtskraft von 1000 Newton hat und das Ganze 2 cm weit vom Drehpunkt weg ist, dann kann man ganz genau sagen, und das kennt ihr aus jeder Kinderwippe, wenn man genau bei 2 cm Entfernung auf dem Kraftarm ebenfalls drückt und ein Gleichgewicht erreichen möchte, dann muss man mit einer Kraft von 1000 Newton drücken. Ganz klar. Und die Frage ist jetzt aber, was passiert, wenn ich die doppelte Entfernung wähle? So, uns ist allen klar, je länger der Arm, desto einfacher wird's. Es ist mathematisch gesehen aber tatsächlich so, dass es nichts anderes als eine Gleichung ist. Wenn der Arm sich verdoppelt, halbiert sich die Kraft. Das heißt also, hier sind es dann nur noch 500 Newton, die ich an Kraft brauche. Wenn ich den Arm verdreifache, dann sind es noch 333 Newton. Und wenn ich den Arm vervierfache, dann sind es noch 250 Newton an Kraft, die ich brauche. Und das Ganze ist theoretisch unendlich erweiterbar, aber irgendwann spielt natürlich auch die Materialbeschaffenheit und die Gewicht und das Gewicht des Materials eine Rolle. Aber so funktioniert das Prinzip. Also es gilt die goldene Regel der Mechanik. Und generell kann man sagen, je länger der Arm, umso weniger Kraft brauche ich. Und das Ganze, das hängt in einem mathematischen Verhältnis, nämlich in einer Gleichung. Und das schauen wir uns jetzt an. So, und jetzt schauen wir uns eine Übung an.
Und zwar haben wir hier jetzt einen zweiseitigen Hebel. In der Mitte ist der Drehpunkt, hier soll der Lastarm sein und hier der Kraftarm. Und wir wollen jetzt auf 10 cm Entfernung vom Drehpunkt eine Kiste mit einer Gewichtskraft von 400 Newton anheben. Und die Frage ist, wie viel Kraft müssen wir bei 2 cm Entfernung, bei 4, bei 6, bei 8 und bei 10 Meter Entfernung anbringen, um diese Last hier anzuheben. Und damit wir das berechnen können, brauchen wir das Hebelgesetz. Und keine Sorge, das ist ganz einfach. Das Hebelgesetz sagt nämlich nichts anderes als das F1, also die Gewichtskraft, mal die Strecke S1, das gleiche ist wie die Gewichtskraft 2 mal die Strecke 2. Sieht kompliziert aus, ist es aber gar nicht. Passt auf. Hier haben wir eine Gewichtskraft von 400 Newton. Also 400 Newton auf 10 cm Entfernung. Wir rechnen das jetzt einfach mal 10 cm. Und wenn wir ein Gleichgewicht erreichen wollen, dann muss auf der anderen Seite das Gleiche erfolgen. Das heißt also, wenn wir sagen wollen, wir gucken mal, was wir bei 10 cm haben wollen, fangen wir ganz einfach an. Dann haben wir hier natürlich dann auch 400 Newton Gewichtskraft und 10 cm. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ich auf 5 cm gehe? Habe ich hier auf dem Kraftarm nur 5 cm zur Verfügung und ich muss trotzdem auf insgesamt 4000, also 400 mal 10 kommen, dann muss ich, wenn ich es hier halbiere, hier erhöhen. Das heißt, ich müsste 800 Newton Kraft bei 5 cm einsetzen, damit auf der anderen Seite wiederum das Gleiche erreicht wird. Das heißt also, wollte ich die 400 Newton auf dem Lastarm anheben bzw. ins Gleichgewicht bringen, dann müsste ich hier bei 5 cm eine Kraft von 4, na, seht ihr es, hier 800 Newton aufbringen. Und ihr seht wieder, es wirkt wieder die goldene Regel der Mechanik. In dem Moment, wo der Arm kürzer wird, muss ich mehr Kraft aufbringen. Und das sagt dieses Hebelgesetz. Das heißt, wenn ich den Hebel anheben möchte, dann muss hier immer eine Balance entstehen, beziehungsweise ich brauche auf der einen Seite mehr Kraft. So, schauen wir uns das Ganze noch bei, was nehmen wir, bei 2 cm an. Auf dieser Seite bleibt alles gleich, also die 400 Newton mal die 10 cm. Und wenn ich auf dieser Seite 2 cm nur habe, dann muss ich jetzt überlegen, wie viel muss ich hier anbringen. Und wenn ich hier 400 mal 10 rechne, sind das 4000 und 4000 geteilt durch 2. Das heißt, ich muss hier 2000 Newton anbringen. Also bei einer Kraft von 2000 Newton bei 2 cm kann ich dann ebenfalls wieder ein Gleichgewicht erreichen. Und das sieht jetzt alles ganz kompliziert aus. De facto ist das aber eine reine Übung. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann ist das ganz einfach. Natürlich könnt ihr das genauso wie ein Term umformen. Ne? Also wenn ihr nicht wisst, dass was hier hinkommt, dann schreibt ihr hin 400 mal 10 gleich x mal 2 und dann Strich geteilt durch 2. Und dann könnt ihr x ausrechnen. Hört sich alles viel komplizierter an, als es ist. Jetzt habt ihr gesehen, was ein einseitiger Hebel ist, was ein zweiseitiger Hebel ist, wie das Prinzip funktioniert, dass hier die goldene Regel der Mechanik wirkt und hier habt ihr jetzt einmal die Berechnung des Hebelgesetzes gesehen. Im Großen und Ganzen doch gar nicht so schwierig. Zum Abschluss schauen wir uns eine Beispielaufgabe an. Eine Last von 100 Kilogramm soll angehoben werden. Du hast einen Hebel zur Verfügung. Der Lastarm beträgt 20 cm und der Kraftarm 200 cm. Berechne die benötigte Kraft, wenn du die Länge des Kraftarms voll ausnutzt. Okay, wie bei allen Aufgaben suchen wir als erstes
mal die richtige Formel raus. Die Formel ist ziemlich einfach. Formel, das ist in diesem Fall F1 mal S1 gleich F2 mal S2. So, Schritt 2. Was habe ich, was suche ich? F1, F2, S1, S2. So, F1 habe ich nicht so richtig. Ich habe nur 100 Kilogramm. Muss ich umrechnen. Kann ich aber ganz einfach aus Kilogramm Newton machen. Bedeutet also 100 Kilogramm mal 10 Newton geteilt durch Kilogramm. Kilogramm kürzt sich raus, also 1000 Newton. Kleine Nebenrechnung. Also ist F1 1000 Newton. So, wie sieht es aus? S1, der Lastarm, 20 Zentimeter. F2, unbekannt, das suchen wir. Und der Kraftarm, 200 Zentimeter. So, jetzt habe ich alles, was ich brauche. Also einsetzen. F1, also 1000 Newton mal S1, 20 Zentimeter, entspricht oder ist gleich x, das weiß ich nicht, mal 200 Zentimeter. Okay, so, wir wollen x auf eine Seite bringen, also geteilt durch 200 Zentimeter. Dann steht hier 1000 Newton mal 20 Zentimeter gleich x. Und weil hier mal geteilt, muss hier also noch durch 200 Zentimeter. Und jetzt kürzen wir fleißig. Erstmal kommt die Maßeinheit weg, dann kommt eine 0 weg, dann kommt die 2 weg und noch eine 0. Also sind 100 Newton gleich x. Und dann haben wir unsere Antwort. Es wird eine Kraft von 100 Newton benötigt. So, das soll ein Beispiel zu dieser Thematik gewesen sein. Es gibt viele, viele andere, aber das Prinzip ist immer gleich. Und achtet drauf, meistens müsst ihr Gewicht in Gewichtskraft umrechnen. Das ist einfach mal 10 Newton durch Kilogramm. So, jetzt ist das Video auch tatsächlich am Ende. Ich habe euch jetzt erstmal alles gezeigt, was man dazu braucht. Ich hoffe, ihr kommt damit klar. Okay, das war's.